Ja, Hallihallöchen, liebe Leute. Jetzt werden wir mal etwas anderes Game machen. Pünktlich zu Halloween noch ein Gruselspiel. Allerdings diesmal über Handy. Dabei sagt, über einen Mobile Simulator namens BlueStacks. Kann ich nur empfehlen. Also, natürlich nehmen wir doch die Sprache Deutsch. The Sign. Ghost Dimension. Weiblich oder männlicher? Wir nehmen mal männlich. Ja, Matthias passt doch schon mal. Dann kann es gleich mal losgehen. The Sign bringt den Siegeszug der gruseligen Videokassette aus dem Jahre 1980 in das heutige Zeitalter. Wenn das Böse in euer Smartphone einzieht, wird euer Leben zum Horrortrip. Viel Spaß beim Spielen. Sie haben eine neue Nachricht. Lea, meine Ex-Freundin, wir haben uns vor 3 Monaten getrennt. Ich glaube, sie empfindet noch etwas für mich. Und auch ich bin mir manchmal unsicher, ob die Trennung richtig war. Hi du, muss mal mit dir reden. Mir geht's gerade irgendwie nicht so doll. Du kannst dich ja melden, wenn du Zeit hast. Bis dann. Kann man da nein sagen, hä? Hey, was ist denn los? Heute Nacht von dir geträumt. Ach, wie süß. Ja, das wird jetzt ein bisschen ruhiger werden, also nicht gleich einpennen, es wird richtig spannend mit der Zeit. Das kann ich euch versprechen. Die Trennung ist für uns beide nicht einfach. Das ist es nicht. Es war ein schrecklicher Albtraum. In bestimmten Situationen sind mehrere Antwortmöglichkeiten gegeben. Wische mit dem Finger nach links, um zwischen den Antworten zu wählen. Oder in meinem Fall mit der Maus. Jeder hat mal Albträume, das ist doch völlig normal. Tut mir leid, worum ging's denn? Lass uns doch über etwas weniger Ernstes reden. Ja, natürlich. Wenn die Ex-Freundin sagt, ich habe einen Albtraum gehabt, sollte man sagen, ach, Themawechsel, interessiert mich ein Scheiß. Nee, natürlich nicht. Wir sind ja der nette Typ, also tut mir leid, worum ging's denn? Ich mag es kaum aussprechen. Du und ich, wir sind in unserer alten Wohnung. Ja, da hätte ich auch Albträume. Plötzlich ein Schuss. Ich sehe nur einen schwarzen Schatten im Flur. Du wurdest getroffen und ich stehe daneben und kann einfach nichts tun. Ich versuche dir zu helfen. Halte meine Hand auf deine Schusswunde, um die Blutung zu stoppen. Ja, du wurdest getroffen und ich stehe daneben und kann nicht einfach. Ja, ich sollte schneller lesen. Aber dadurch wird alles nur noch schlimmer und das Blut strömt nur noch schneller aus der Wunde bis. Ich kriege immer noch kaum Luft, wenn ich daran denke. Diese Hilflosigkeit, dich zu verlieren, es war so schrecklich. Oh Mann. Je nachdem, für welche Antwort du dich entscheidest, kann dies Einfluss auf den Storyverlauf oder die Beziehung zu deinem Gesprächspartner haben. Ja, Geschäftspartner natürlich, Gesprächspartner. Hey, das war auch nur ein Traum. Hey, beruhige dich, ich bin doch hier. Du wirst mich nicht verlieren. Ach, wir sind mal beruhigend. Ha, verbessert, Bingo. Jetzt können wir auch noch auf ihr Profil gehen. Im Profil eines Chatpartners siehst du den aktuellen Beziehungsstatus von 0 bis 100. Diesen kannst du über deine Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Du kannst den Status ebenso verändern, indem du Like oder Dislike klickst. 76, passt doch. Natürlich gibt es hier auch sehr viele Sachen. Können wir uns natürlich noch kurz angucken. So, wir wollen jetzt gerade die erste Runde Skifahren. Jetzt brauchen wir erstmal ein Bierchen. Oh. Und das bei der Aussicht. Fantastisch. Ja, geht doch nichts über ein Bierchen. It's the weekend. Yeah. Man merkt schon, ich bin richtig gehypt von dem Spiel hier. Lieb von dir. Ja, alles gut. So bin ich nun mal. Ja, wir sind Nordschulz-Engel, natürlich nicht. Ah, alles gut.
Ich muss dir gestehen, Nachricht wurde gelöscht. Menno. Vielleicht fehlst du mir auch noch einfach nur. Ja, das kennt man ja. Wenn man eine Weile zusammen ist, hängt man trotzdem an einen. Ich denke auch noch oft an uns. Der, wir waren uns doch beide einig, dass es besser so besser ist. Ach nee, seien wir mal ehrlich, wir hängen noch an ihr. Ja, das soll jetzt nicht schleimerisch sein hier. Das tut gut zu hören. Irgendwie ist das alles noch so unwirklich. Ah, noch nicht so lange her. Nachts habe ich immer noch das Gefühl, du würdest neben mir liegen. Ach, Menno. Ausgerechnet jetzt wartet noch das Vorstellungsgespräch auf mich. Ach, das war heute? Brauchst du irgendwelche Hilfe? Ja, wir sind hilfsbereit. Ich meine, hallo. Brauchst du Hilfe? Wenn du schon fragst. Zwinkern. Du weißt doch, wie gerne ich diesen Job hätte. Ich würde als Hotelfrau deutlich mehr verdienen als jetzt. Oh, da kann man schon einiges verdienen. Jetzt bin mir unsicher, was ich anziehen soll. Kann mich zwischen zwei Outfits nicht entscheiden. Warte, ich schick dir mal ein Foto. Oder wenn du kurz Zeit hast, ein Video. Ja, wenn ihr euch fragt, was das Sternchen heißt, das ist Premium. Da habe ich extra mal ein bisschen Geld spielen lassen. Das Spiel selbst ist an sich kostenlos, aber wer ein bisschen mehr Inhalte haben will, kann man ein bisschen Geld einzahlen, um auch die Premium-Inhalt freizuschalten. Man braucht es zwar nicht, um das Spiel durchzuspielen, aber ich persönlich finde, mit Premium-Inhalt ist es ein bisschen schöner. Also, ich habe Zeit. Also schick mal ein Video, meine schöne Lea. Keinen Augenblick, hä? Klein, wollte schon sagen, Lea. Jetzt mal schon den einen auf Deutschlehrer hier. Da bin ich mal auf das Video gespannt. Hoffentlich muss ich es nicht zensieren. Nee, nee. Die Art von Video wird zuständig werden. So, hier hätten wir Outfit Nummer 1, noch ohne Schuhe. Das zweite schicke ich dir gleich. Vielen Dank schon mal, du bist ein Schatz. Schick. Das war wirklich schick. Mach ich doch gerne. Oha, jetzt kommt der nächste. Yannick, einer meiner Kommilitonen und ein guter Kumpel. Er ist immer hilfsbereit und höflich und ein Frauenschwarm an unserer Uni. Oh Mann, bin auch immer fix und fertig, wenn ich an gestern denke. Alter, der Sezirkus war wie ein Horrorfilm. Leichen aufschneiden wird definitiv nicht meine Lieblingstätigkeit. Ja, falls ihr euch fragt, wir sind Medizinstudenten. Das blöde Formaldehyd kriege ich auch nicht aus der Nase. Ja, geht mir ebenso. Sei nicht so zimperlich. Der freigelebte Arsch sah aber auch übel aus. Ich dachte mal, du wärst ein Aufschneider. Ja, genau. Sei mir mal lustig. Ich dachte mal, du wärst ein Aufschneider. Heute den Clown gefrühstückt? Na, immer, jeden Tag. Aber das Jahr ging es auch nicht besser. Schon heftig für sie. Der Prof würde jetzt sagen, orthostatisch umgekippt ist. Da meinte er vorher noch, ich zitiere. Wenn Ihnen schlecht oder schwarz vor Augen wird, geben Sie bitte rechtzeitig Bescheid. Hätte unser Blondchen mal besser gemacht. Das tut mir schon wenig leid. Dann hätten wir sie wenigstens auffangen können. Ja, dann hätten wir sie wenigstens auffangen können. Wir sind ein Gentleman. Ich glaube, das hätte sich Cedric nicht nehmen lassen. Kaum zu übersehen, dass er auf sie steht. Aber ich muss gestehen.
Als Cedric an den Muskeln und Sehnen zog, um die Finger zu bewegen, da wurde mir auch ganz kurz ganz mulmig. Ja, das sieht wirklich nicht so schön aus. Hanna ruft an! Hey Bruderherz, mein Umzug in die WG ist endlich vollbracht. Schon ein bisschen komisch, jetzt auf einmal so weit weg von euch zu sein. Naja, die Wohnung hier ist klein, aber auf jeden Fall super gemütlich. Und meine Mitbewohnerin, ja, die ist ein bisschen komisch, also sie redet nicht wirklich mit mir. Aber dann habe ich jedenfalls meine Ruhe, du kennst mich ja. Ansonsten habe ich hier alles, was ich brauche eigentlich. Und am Montag startet sogar schon mein neuer Job. Ich bin super gespannt und aufgeregt. Oh, wenn man vom Teufel spricht, meine Mitbewohnerin kommt. Ich muss Schluss machen. Grüß Mama und Papa von mir. Misa, du hast dich aber verändert. Sorry, meine Schwester hat gerade angerufen. Nur Pop, grüß sie das nächste Mal ganz lieb von mir. Na, immer doch. Wie dem auch sei, jetzt wissen wir wenigstens, wie eine Art Arteriosklerose ausschaut. Und Cedric hört auf zu rauchen. Ja, das kann viele Raucher bewegen, mit dem Rauchen aufzuhören, sowas zu sehen. Apropos Cedric, was ist eigentlich mit unserer Chatgruppe, die er erstellen wollte? Immer diese faule Sau, alles muss man selber machen. Kennst ihn doch, immer große Töne sprungen, dann kommt nix. Warte mal kurz, ich schreibe ihn mal an und erinnere ihn höflich dran. Er ist im Klartext, er tritt ihm die Tür ein. Oha, der Papa. Mein Vater, er ist pensionierter Schreinermeister und begeisterter Hobbyhandwerker. Er ist für seine Familie da und liebt meine Mutter über alles. Hey Paps, soll die Grüße von Hannah ausrichten. Sie hat mich eben angerufen. Hey Sodemann, sind gerade auf dem Heimweg. Stehen im Stau. Sauerei. Sieht doch nett aus. Ja, der typische Urlaubsverkehr. Olaf war aber unbeschreiblich. Ich melde mich nachher von zu Hause. So in 30 Jahren oder so. Dauert wohl etwas länger. Mach das, fahr vorsichtig. Mama unterhält dich schon. Okay. Fahr vorsichtig. In deinem Profil hast du unter anderem die Möglichkeit, die Schreibgeschwindigkeit zu erhöhen. Klicke hier von deinem Menüleiste auf Profil. Nö, ich glaube, das geht schon ganz gut, da ich es ja vorlesen möchte. Hey du! Eine meiner Kommilitonen. Etwas einfach gestrickt und oberflächlich, aber die meisten Kerle stehen auf sie. Außerhalb der Uni ist sie erfolgreiche Influencerin. Sag mal, war mein Blackout gestern sehr peinlich? Hab gerade mit Janik darüber gesprochen. Shit happens, bald lachst du drüber. Made my day. Shit happens, bald lachst du drüber. Du hast leicht reden. Oh, ich war auch so nervös. Fast wie bei meiner Einschulung damals. Ja, wer kennt das nicht? Bei der Einschulung abgetrennten Arm mitnehmen, ist auch Klassiker in Deutschland. Nur anstatt der Prinzessin-Schultüte mein Preppkästchen mit Skalpell und vor mir ein abgetrennter Arm. Ach, kleiner, aber feiner Unterschied. Der jetzt doch wehtut. Der jetzt noch wehtut, okay. Hast du den Sturz eigentlich gut überstanden? Ich starte kurz ein Video auf und erzähle es dir, okay? Ja, Premium-Inhalt, sag ich ja. Geht auch ohne, aber mit kriegt man mehr Video und Bilder. Spar dir jetzt deinen Kommentar, ist mir eh schon peinlich genug. Und ja, tut noch verdammt weh. Mein ganzer Hintern ist grün und blau. Den zeige ich dir jetzt aber nicht. Ey, schade. Weg da, Chica!
Was war das denn? So, die Katze wollte dann mein Mittagessen. Ja, Haustiere warten nur darauf, dass man sein Essen aus den Augen lässt. Aber was ich dir noch sagen wollte. Mir graute schon vor der nächsten Woche. Da warten uns im Prepsaal nicht nur Arme, sondern vollständige Körper. Mir geht jetzt schon durch den Kopf, wer diese Menschen wohl waren, die uns ihre Körper gespendet haben. Würdest du denn deinen eigenen Körper zur Verfügung stellen? Nein, umso mehr bewundere ich die Menschen, die sich dafür entscheiden. Boah, bin mir da nicht sicher. Ja, hab damit keine Probleme. Themawechsel. Ja, ich bin ehrlich, ich persönlich habe da keine Probleme. Ich kann verstehen, dass Leute Probleme haben, weil sie den Gedanken nicht finden, dass jemand nach dem Tod sie aufschnippelt und so, aber ich persönlich habe da keine Probleme. Echt? Ich könnte das nie. Und ich würde das Sezieren von Leichen eh abschaffen. Natürlich ist es wichtig, die genaue Lage der Organe zu kennen. Aber muss man deshalb selber sezieren? Oh. Kann man so oder so sehen. Ein gutes Präparat als Anschauungsmodell reicht doch aus. Wie auch immer, ich habe noch eine Bitte. Gleich kommt der Dackel Black, garantiert. Kannst du mir die ganzen Prüfungsvorbereitungen einmal kopieren und mit in die Uni bringen? Ja, nicht ganz, Dackelblick. Wirklich alle? Wieso gerade ich? Klar, kann ich machen. Wo sind denn deine? Gute Frage, also. Wo sind denn deine? Ich gucke dich jetzt streng an, Ciara. Wenn ich das wüsste, würde ich dich nicht fragen. Die Mappe ist spurlos verschwunden. Ich wollte eigentlich Gabriella fragen. Sie wohnt ja nur einen Sprung entfernt. Aber die ist ja momentan verschollen und hebt nicht mal ab. Ja, ich fürchte, das liegt an mir. An dir, warum? Sie hat angetrunken, versucht mich zu küssen und mir gebeichtet, dass sie Gefühle für mich hat. Ui. Das ist übel. Und weiter? Tja, als ich ihr sagte, dass ich nicht in sie verliebt bin, wollte sie Abstand von mir. Na, verständlich, also. Es braucht schon sehr viel Mut, solche Gefühle zu gestehen und dann eine Abfuhr zu kriegen, egal ob leicht oder hart. Ist schon übel. Trotzdem wie strange alles, deswegen die Uni zu schwänzen? Ja, kommt drauf an, wenn sie sehr sensibel ist, kann das schon passieren. Aber jetzt sag, kannst du mir die Unterlagen mitbringen? Ich versuche es, okay, so geht er ja nicht. Na gut, wenn es denn sein muss. Ich bin ja nicht so. Aber weh, ich finde deine verschwundenen Unterlagen dann bei dir auf dem Schreibtisch. Also. Zinks, du bist ein Schatz. Ach Mist, ich hätte vor 15 Minuten meine kleine Schwester abholen sollen. Wir schreiben später. Ja, jetzt wo sie hat, was sie wollte, ist man abgeschrieben. Ja, Avanti! Warte, bis später schreibt doch jeder. Avanti ist ein bisschen seltener. Wollen wir auch noch machen könnte? Beziehungsstatus 68. Gut, Videos hat sie nicht so viele, aber dafür schicke Bilder. Let's go, Pussycat. Wow, wow. Oh Gott, wo kommt das jetzt her? Gabriella. Meine beste Freundin, wir studieren zusammen. Sie ist esoterisch veranlagt und interessiert sich für schwarze Magie. Seit kurzem empfindet sie mehr für mich als nur Freundschaft. Ja, das ist immer echter Freundschaftskiller.
fehlst mir. Warum ignorierst du mich? Bitte lass uns reden, ich mache mir echt Sorgen. Nur weil man keine Liebe empfindet, heißt es nicht, dass man keine freundschaftlichen Gefühle für einen hat, also. Lass uns reden, Gabriella. Okay, dann halt nicht. So, Delle, da bin ich wieder, aber. Schauen wir uns noch Gabriella an. Ja. Sich ein sehr hübsches Mädchen, also. Kann man nichts sagen. Das größte Gefängnis in dem Menschenleben ist die Angst davor, was andere von einem denken. Sehr weise Worte. Kann ich nur bestätigen. So, Delle, da bin ich wieder. Also, welches findest du besser? Bisher habe ich ja nur das eine gesehen. Für ein Bewerbungsgespräch. Ich finde das Schwarze besser. Ah, darf ich fragen, wieso? Ich bin kein Modeberater, ich finde es einfach besser. Schwarz wird kraftvoll und raffiniert. Dezent und elegant, damit kannst du nichts falsch machen. Sagen wir jetzt mal das. Schwarz wird kraftvoll und raffiniert. Genauso soll es rüberkommen. Yay! Danke! Kurs abgefangen. Den kriege ich. Ich mach mich mal fertig. Drück mir die Daumen. Ach, du schaffst das. Ja, viel Glück mit dem dreiblättigen Kleeblatt. Was war das jetzt gerade? Irgendwas mit Wolf. Ah! Da ist er ja. Der Ex-Freund meiner Kommilitonin Gabriella. Er ist außerdem ein erfolgreicher und begnadeter Hacker. Ich will jetzt auch mal sein Profil sehen. Danke, der Herr. Er hat kein Video? Sauerei. Mein Schatz, das war der schönste Urlaub ever. Na, sieht doch auch nett aus. Ja, er ist eindeutig ein Hacker. Voll süß, hätten diesen Kampfhamster am liebsten mitgenommen. Ein Kampfhamster, ja, nee, ist klar. Auch eine Pause gehört zum Hacken, der parkt direkt vor meiner Tür. Ist der Sommer heiß und trocken, musst du dich ans Bierfass hocken. Nicht immer läuft es, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich eins wirklich liebe, dann Snowboarden. Interessant, interessant. Ach, Wolf ist eh ein toller Kerl. Servus, Störch. Kommt drauf an. Nope, was gibt's? Kommt drauf an. Du erinnerst dich an mich? Na logisch, Wolf. Nicht wirklich. Kommst mir bekannt vor. Doch, wir erinnern uns an dich, Junge. Das freut mich, ist immerhin fast 2 Jahre her. Damals war ich ja noch mit Gabriella zusammen. Das ist auch der Grund, warum ich mich melde. Hast du in letzter Zeit was von ihr gehört? Ihr seid doch eng befreundet. Sie ignoriert mich seit gut einer Woche. Ach, dich also auch, ha? Huh? Auch? Ja, ich erreiche sie ebenfalls nicht. Oh, das klingt nicht gut. Von ihren Alten kriege ich auch keine Auskunft. Die sind mir etwas missgestimmt. Ein Hacker wäre nicht gut für ihre Medizinstudentin. Organparty, okay. Weißt du was? Ich schaue später bei ihr vorbei und gebe dir Bescheid, okay? Danke, das ist nett von dir. Willkommen zur Organparty!
Es gibt nur eine Regel, seid lieb zueinander. Das ist also Cedric. Sagt ja der Richtige. Ich bin aus Prinzip lieb. Hi Sierra, hi Cedric, hi Yannick, hi Kameramann, hi. Keine Ahnung wer. Oh, wie förmlich, Matthias. Er hält sich nur die Regeln. Gabriella wurde der Gruppe hinzugefügt. Schön. Jonathan wurde der Gruppe hinzugefügt. Ja, schon gut, Süße. Moin, moin. Sorry, ich verlasse die Gruppe wieder. Hab gerade echt andere Probleme. Okay, das ist eindeutig zu fies. Gabriella, endlich meldest du dich. Unser Prof hat schon befürchtet, du würdest hinschmeißen. Das ist es nicht. In Rumizil ist eben nichts für zart beseitete Seelchen. Will aber nicht drüber reden. Schon gar nicht im Gruppenchat. Falls du allein drüber reden willst, bin ich für dich da. OMG! Matthias, pass auf, dass du nicht ausrutschst. Jetzt erzähl schon, Bria. Ihr werdet mir eh nicht glauben, niemand glaubt mir. Und hör auf, mich Bria zu nennen. Ach, Gabriella, bitte, was ist los? Also gut. Halt, stopp! Wartet, ich füge noch schnell Tayo und Ruby hinzu, dann sind wir vollzählig. Mann, wie groß wird die Gruppe denn noch? Hi, ihr sitzt gerade an der Seminararbeit Kreislaufsystem Kotz im Strahl. Hoffen mal, dass es nicht das Kreislaufsystem, das so heißt. Braucht gleich mal eure Hilfe. Na toll. Am besten fragst du Ciara, die kennt sich mit Kreislauf aus. Immer wenn sie shoppen geht. Schreibt Mr. Nerd, der am Wochenende nie sein Haus verlässt. Hat man in World of Warcraft so cool zu sein? Wow, das tut weh. Leute, bitte, ja, komm, lass gut sein. Jonathan, schalt mal einen Gang zurück. Ach. Beide, benehmt euch mal. Leute, bitte. Lass die Haare da endlich mal in Ruhe, Jonathan. Ups, ich vergaß Cedric. Du rennst ja hinterher wie ein läufiger Köter. Alles sehr höfliche Leute hier in der Gruppe. Hört auf, Leute. Cool, schick mal die Sticker, please. Leute, Gabrielle hat ein Problem. Organparty, geiler Name, Cedric. Ich bin gerade auf dem Sprung.
Ich gehe noch ins Tonstudio, denn ich habe einen neuen Song am Start. Wow! Und Yannick, wegen Fitnessstudio schaffe ich heute nicht mehr. Passt einfach zeitlich jetzt nicht, weil das mir im Studio dazwischen kam. Aber Ruby! Hier bringe ich auf jeden Fall noch die Übungsbogen vorbei. Haut rein, Leute. Später. Oh Mann. Du hast auf jeden Fall den einen oder anderen vor 10 Kaffee zu viel, oder? Nee, erst zwei. Zurück zum Thema, Leute. Unsere liebste Gabriella wollte gerade was erzählen, also hau raus, Lady. Wo fange ich nur an? Ach, erzähl einfach von Anfang an. Okay, ich versuche es. Ich habe vor 7 Tagen so ein seltsames Video von Unbekannt bekommen. Verdammt, ich hätte es einfach nicht anschauen sollen. Erzähl schon, worum ging's da? Du machst es ja spannender als jeder Tarantino-Film. Geht's um das Video über Matthias Genitalbereich zum Thema Mikroorganismen? Cedric, du kriegst einen Schlag. Zeig mal die Presse zu. Ja, witzig, Cedric. Den habe ich schon 1000 Mal gehört von dir. Vergesst es, Leute. Ich wusste, es macht keinen Sinn. Ich gleich ausflippen war nur ein Scherz. Verdammt, Leute, schweift nicht immer vom Thema ab. Sorry, Gabriella, erzähl bitte weiter. Es war total verstörend, immer wieder bei einem Mädchen im weißen Kleid zu sehen. Und irgendwelche Spinnen, Schatten und Gräber. Ich war wie hypnotisiert, konnte einfach nicht wegschauen. Ich hasse Spinnen, es gibt nichts Schlimmeres, oder? Ich kenne viele Dinge, die schlimmer sind als Spinnen. Sie sind mir ziemlich gleichgültig, leben und leben lassen. Ich mag die Viecher auch nicht. Ich mag Spinnen, sind interessante Geschöpfe. Na, sind mir ziemlich gleichgültig, leben und leben lassen. Sie essen zumindest Ungeziefer und trinken einem das Bier nicht weg. Darum geht's nicht. Als das Video zu Ende war, klingelte mein Handy. Eine Mädchenstimme flüsterte, ich werde in 7 Tagen sterben. Jeder, der es sieht, wird sterben. Oh Mann. Süße, was hast du denn geraucht? Horrorfilme und Drogen harmonieren nicht sonderlich gut. Da will ich bestimmt nur eine reinlegen. Würde mich mal interessieren, wer sich so einen Quatsch ausdenkt. Wer schaut Splatterfilme, ist halt ein Hobby. Löscht den Mist und Gutes. Nein, verdammt, ich wusste es, ihr versteht das einfach nicht. Ich habe Angst, verdammte Scheißangst. Das ist kein Fake. Seit dem Video sehe ich überall dieses Mädchen. Oh Mann.
im Kaufhaus, im Bus, sogar bei mir zu Hause im Bad. Und es geschehen Sachen, seltsame Sachen. Okay, jetzt gibt's ein Video. Viel Spaß. Mein lieber Scholli. Stell dir vor, ihr hättet so eine große Spinne im Badezimmer. Also da würde auch ich ausflippen. Okay, die ist wirklich heftig. Ach, seid doch keine Mem, Gabriela und Matthias. Kann man wegen einer Spinne so durchdrehen? Hast du mal gesehen, wie groß die ist? Krass, das ist eine Heteropoda Maxima. Übrigens die größte Spinne der Welt. Na, das glaube ich gern, Tayo, das glaube ich gern. Ui. Hätte nicht gedacht, dass es die hier gibt. Das ist auch wirklich ungewöhnlich, Matthias. Ist diese Maxima giftig? Nein, das nicht. Da beißen können sie trotzdem. Ja, wie sollen die sonst auch fressen? Ey, Tayo, du bist kein Spinnenbotaniker, also halt den Ball flach. Das heißt Arachnologe. Ja, du Schlauberger. Kümmer dich lieber um deine nicht vorhandene Musikkarriere. Wow. Wie war das mit Lieb zueinander und so? Gabriele, schick mir mal dieses Spukvideo. Ich glaube nicht an Geister. Ihr etwa? Können wir mal eine Umfrage starten? Meine lieben Zuschauer, glaubt ihr an Geister? Geister? Nö, ich fahre aber gern Geisterbahn. Wie geistreich. Ich habe einen Onkel, der sieht ständig tote Menschen und will einfach nur, dass es aufhört. Im Ernst jetzt? Ja, aber vielleicht ist Bestatter einfach der falsche Beruf für ihn. Vielen Dank auch. Also ich glaube auch nicht an Geister. Fragt mich noch mal, wenn wir im Keller einer angeblich verfluchten Ruine stehen. Sorry, für sowas habe ich echt zu schwache Nerven, will ich erst gar nicht drüber nachdenken. Guck mal Leute, das sagen meine Lieblings-YouTuber Pizmi zu dem Thema. Die Frage, glaube ich an Geister? Nein, kein Stück, ehrlich gesagt. Diese ganze Spuk und Scheiß ist irgendwie nicht so meins. Ich bin auch gar nicht so schreckhaft, von daher, nicht wirklich. Geister existieren in meiner Welt nicht und solange mir da nichts anderes bewiesen wird, wird das auch so bleiben. Aha. Oh, ein bisschen schon, man kann halt nie wissen. Sorry, die kenne ich nicht. Was ist mit dir, Matthias? Glaubst du an Geister? Okay. Nur ein bisschen schon, man kann halt nie wissen. Also ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Seltsam, dass sich diese ganzen Geisterstories und Phänomene nie hundertprozentig beweisen lassen. Warum wohl?
Sowas passiert komischerweise auch immer nur Leuten, die an sowas glauben. Tja, da scheiden sich wohl die Geister, nicht wahr, Gabriella? Oh Mann ey, Cedric, du bist so ein Arsch. Verdammt, ihr rafft es einfach nicht. Spam mal nicht so die Gruppe zu. Ich komme nicht mal zum Lesen. Helf mir mal lieber mit der Frage. Mann, best friends ever. Mal schauen. Nephrotisches Syndrom. Da ich ja so ein toller Mediziner bin, hole ich mir noch eine zweite Meinung, und zwar von Dr. Google. Okay, Symptome des nephrotischen Syndroms. Proteinurie, Eiweiß im Urin. Häufig schäumt dieser dadurch. Ödeme, Wassereinlagerung im Gewebe, besonders im Gesicht, an Füßen, Knöcheln und Unterschenkeln. Hypoproteinämie, Mangel an Eiweiß im Blut. Erhöhte Blutfettwerte. Hypertonie. Okay. Was gehört nicht zur Definition eines nephrotischen Syndroms? Also müsste es eigentlich Nummer 2 sein aufgrund des Ausschlussverfahrens. Jetzt heißt es wahrscheinlich, ist es falsch. Genau, Matthias, das Kreatinin ist nicht zwangsläufig erhöht. Ich sag's ja, Dr. Google. Tja, du bist nicht nur heiß, sondern auch schlau. Das macht mich so an. Cedric, und du bist nicht nur nervig, sondern hast auch keine Chance bei mir. Super gekontert, Ciara, super gekontert. Ich würde mich ja kratzen, aber es juckt mich nicht. Können wir uns bitte mal um Gabriella kümmern? Ruby, hast du überhaupt mitbekommen, was Gabriella geschrieben hatte? Jetzt erst, das klingt echt unheimlich. Ich bin allein daheim, hab jetzt echt Herzklopfen. Na super. Professor Kruger wurde der Gruppe hinzugefügt, wer kommt denn noch alles? OMG. Cedric, was soll das? Warum fügst du den Prof hinzu? Das ist ja mal eine freundliche Begrüßung von Ihnen, Ciara. Cedric hat mich gebeten, dabei zu sein, ihm bei den Klausurvorbereitungen zu helfen. Was bedeutet umgeht, Ciara? Obduzieren macht Gliederschmerzen. Oh mein Gott, heißt das Professor. Jonathan, du bist so ein Arsch. Madame ist heute ja wieder gut gelaunt. Heute Nacht auf einer Erbse geschlafen? Oh Mann. Ja, kann sein. Nee, doch nicht. Ich sehe gerade, war dein Gehirn. Oh Mann. Hattest du auch schon bessere Konter gehabt. Yeah, Bitchfight am Mittag. Wer ist denn hier die Bitch?
heute ausnahmsweise allein geschlafen oder hast sie schon nach Hause geschickt? Oh Mann, jetzt wird's richtig fies hier. Die zwei mussten leider gehen, hatten ein Model-Shooting. Leute, der Prof liest alles mit. Das tue ich aber. Keine Sorge, Matthias. Ich war auch mal in eurem Alter. Entschuldigen Sie, Prof. War eben nicht so gemeint. Kein Problem, Ciara. Übrigens sind Sie jetzt mit mir gemeinsam im Ärzteblatt verewigt. Dozent des Jahres steht fest. Werde ich jetzt berühmt? Nein, du nicht, Ciara, du nicht. Claro, als 007 Blond stirbt an einem anderen Tag. Und auch noch ein großes Dankeschön an Sie alle für die Auszeichnung. Das ehrt mich wirklich sehr. Glückwunsch, Sie haben es verdient. Dankeschön, Matthias. Können wir jetzt bitte mal beim Thema bleiben? Warum ich auch schon, Yannick, also... Kann wohl, dass Gabriella es nicht erzählen wollte? Herr Krüger, Gabriella hat wohl richtige Probleme. Gabriella, warum haben Sie sich nicht an mich gewandt? Meine Kollegen und ich haben uns schon Sorgen um Sie gemacht. Was könnten Sie schon tun? Es ist eh zu spät. Dieses Mädchen, sie wird mich heute Nacht holen. Gabriella, das wird nicht passieren. Matthias, ich schreibe dir eine PN. Na toll. Ui, wird's jetzt intim? In deinen Fantasien vielleicht, Cedric. Party! Ihr seid solche Idioten. So, jetzt, Matthias. Bitte verzeih mir, dass ich dir nicht geantwortet habe. Ich weiß, wir sind Freunde. Aber ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Du weißt, wie viel ich für dich empfinde. Schon okay, jetzt bin ich ja da und wir finden eine Lösung. Du hast keine Ahnung, mit was wir es hier zu tun haben. Niemand hat das. Nicht mal die Polizei bietet mir heute Nacht Schutz. Ich solle wegen Wahnvorstellung zum Psychiater. Wow. Aber das sind keine Wahnvorstellungen und ich bin auch nicht verrückt. Das Video ist belegt jeden mit einem Fluch, der es sieht. Ich bekomme immer wieder Hinweise darauf. Hinweise? Ja, ich habe Experten kontaktiert, die sich mit Übernatürlichem beschäftigen. Sie erzählten mir, dass der Grund solcher Geistererscheinungen immer ein geschehenes Unrecht wäre, aber du kennst mich. Ich könnte keiner Fliege etwas zuleide tun.
Konnte dieser Experte nicht weiterhelfen? Nein, ich habe wirklich alles versucht. Weihrauch, Salbe im Haus verbrannt, bestimmte Kerzen aufgestellt, aber nichts konnte sie aufhalten. Wenn ich nur etwas über die Identität dieses Mädchens herausfinden könnte, aber auch hier war ich bisher erfolglos. Das Schlimmste ist, ich selbst habe das Tor ins Jenseits geöffnet. Tor ins Jenseits? Ja, eine Art Portal. Ich habe einen großen Fehler begangen. Eine Freundin von mir, Erika, hat vor kurzem ihre Mutter verloren, viel zu früh. Sie wandte sich in ihrer Verzweiflung an mich. Du kennst mich, Matthias. Sie tat mir so unendlich leid und dann ich... Ich habe versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Du wolltest mit der toten Mutter Kontakt aufnehmen? Ja, ich wollte doch nur helfen. Opfer melden sich bei einem Jenseitskontakt verstorben, um ihre Hinterbliebenen mit Rat beizustehen und sie in schweren Zeiten zu trösten. Und Matthias, es kann tatsächlich, wie er hofft, eine Antwort. Oh Mann. Das klingt übel. Erst habe ich nur eine Präsenz gespürt. Aber dann konnten wir mit ihr kommunizieren, richtig sprechen. Aber es war ein Fehler. Ich habe einen verdammten Fehler gemacht. Ich habe es erst viel zu spät bemerkt. Es war nicht der Geist der Mutter, sondern etwas Böses. Ich habe die Verbindung sofort geschlossen, doch es war zu spät. Oh Mann. Ich habe es hereingelassen vor genau 7 Tagen. Ich habe solch eine Angst heute Nacht. Das Mädchen, sie kommt mich holen. Du glaubst mir doch, oder? Ach komm, ich versuche es. Ich kann mir vorstellen, wie verrückt sich das alles für dich anhören muss. Und irgendwie kann ich dir das nicht einmal verübeln. Aber wir bleiben nur noch wenige Stunden. Wenn ich es bis dahin nicht schaffe, diesen Fluch zu brechen, dann wirst du sehen, dass ich nicht verrückt bin. Okay, schicke mir das Video und ich beweise, dass du dich irrst. Auf keinen Fall! Ich werde nicht zulassen, dass dir auch was passiert. Ich kann dir nur helfen, wenn du es zulässt. Verstehst du es nicht oder willst du es nicht verstehen? Wenn du dir dieses Video anschaust, wirst du sterben. Dann beweis es mir. Du weißt nicht, was du gerade von mir verlangst. Was ich jetzt tue, werde ich mir wahrscheinlich nie verzeihen. Jetzt kommt das Video. Gott beschütze dich, Matthias.
Nee, ich bin mit dem nicht so dicke, also. Schauen wir auch mal. Autostart erfolgreich aktiviert. Ja, das war sehr verstörend. Da hatte wohl wirklich jemand Langeweile. Du nimmst es als immer noch nicht ernst. So einen Anruf kriege ich jeden Morgen. Ich verstehe das nicht, ich habe gerade diesen Geisteranruf bekommen. Oh mein Gott, Matthias, es passiert wieder. Verdammt, warum habe ich das nur getan? Ich konnte der Anrufer wissen, dass ich das Video geschaut habe? Ja, wie konnte der Anrufer wissen, dass ich das Video geschaut habe? Du peilst es einfach nicht. Das war nicht irgendein Anrufer, es war das Mädchen. Oh Mann. Warte mal. Oh Mann, ich bin am Arsch. Ich bin gerade auf etwas gestoßen. Die Spinnen, das Mädchen, der Spiegel, das kann kein Zufall sein. Ich muss die Bedeutung dieser Symbole herausfinden. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag bitte Bescheid. Danke, Matthias. Eine Sache noch. Wolf macht sich große Sorgen, weil du dich nicht bei ihm meldest. Bitte erzähl ihm nichts von mir und lass dir irgendetwas einfallen. Wenn ich das hier überlebe, werde ich ihm alles erklären. Und Matthias... Das mit dem Kuss tut mir leid. Pass bitte auf dich auf. Oh Mann, das ist übel. Aber na gut, dann machen wir jetzt erstmal Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt wieder dabei und gruselt euch schön weiter. Bis zum nächsten Mal.